Ja, hallo miteinander. Heute ist Freitag, der 26.01., 13 Uhr jetzt fast. Und hier ist die Andrea Sonny und ich wollte mich wieder zurückmelden. Letzten Montag war ich ein bisschen außer Gefecht. Da hat mir mein Magen-Darm ein bisschen den Streich gespielt. Ich mache da gerade eine sehr intensive Parasitenkur. Und da ist immer mal wieder schwer gegurgelt im Bauch. Da ging es mir also nicht so gut, aber da werde ich euch noch darüber erzählen. Heute Morgen hatte ich eine ganz schöne Überraschung. Ich habe nämlich heute Morgen um 8 Uhr Sportunterricht gehabt bei meiner Klasse 5a. Und da kamen die Kinder ganz freudig auf mich zugestürmt und haben gesagt, sie haben mich auf YouTube entdeckt und da war ich dann so ein bisschen, ups, was ist jetzt passiert? Und dann haben die Kinder so ganz nett gefragt, sie finden es ganz toll, wozu ich denn das mache. Und das wollte ich hier nochmal sagen. Ich habe ja in meinem ersten Video so erzählt zu meiner persönlichen Geschichte, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Hauptberuflich bin ich ja Lehrerin für Sport und Chemie und das bin ich auch mit Leib und Seele. Ich arbeite also sehr, sehr gerne mit Kindern und gebe Wissen weiter. Und aber durch diese eigene Abwesenheit von Gesundheitsgeschichte und diese völlig Verzweiflung nach 14 großen Operationen, eigentlich so in dem Stand, was soll ich denn jetzt noch machen? Jetzt war es das dann, das war mit 42, heute bin ich ja 57. Also wenn man mich damals mit 42 gesehen hätte, hätte man das nie gedacht, dass ich heute wieder so überhaupt stehen kann. Und die Entscheidung, die dann gefallen ist, war, ich übernehme die Verantwortung für meine Gesundheit komplett zu mir selber zurück. Und in Zukunft werden mich Ärzte so wenig wie möglich sehen und nur, wenn wirklich die Feuerwehr brennt oder die Feuerwehr nötig ist und es brennt, dann ja, aber ansonsten so wenig, wie es irgendwie geht. Und da war natürlich die Frage, wie, wenn es nicht so geht, wie geht es denn dann? Und im Lauf der Jahre ist jetzt so viel Wissen bei mir, hat sich da angehäuft. Und ich sehe das auch immer wieder in der Praxis für Naturheilkunde, die ich ja habe. Da kommen viele Patienten, meistens in einem völlig austherapierten Zustand, so nach dem Motto, jetzt haben wir alles probiert, jetzt probieren wir das halt auch noch. Und da stelle ich immer wieder fest, dass erstmal die ganz grundlegenden Erkenntnisse kommen müssen. Und dafür sind im Grunde genommen diese Videos gedacht, um einen Gedankenimpuls zu geben. Wie kann ich denn für meine eigene Gesundheit Verantwortung übernehmen und wie packe ich das am besten an? Jetzt haben wir am Montag ja das Thema Darm gehabt. Das ist ein ganz grundlegendes Thema. Da wird es auch nächsten Montag dann wieder weitergehen mit dem, wie fütter ich meine Bakterien richtig? Also wie mache ich das, dass ich das richtige Mikrobiom da im Darm habe? Und freitags haben wir jetzt ja gerade momentan immer das Thema Wasser. Und es geht also darum, was trinke ich? Und viel, viel mehr noch wichtig ist als das, was ich esse, ist das, was ich trinke. Weil wir bestehen ja zu 60, 70% aus Wasser. Und das ist der größte Anteil. Und bevor ich mir überhaupt über irgendein Bio-Essen Gedanken mache, muss ich mir im Grunde genommen Gedanken machen, was trinke ich denn da so? Jetzt sind Wasseranlagen da eine ganz gute Möglichkeit, aber die Wasseranlagen sind sehr teuer und das ist sehr, sehr ärgerlich, wenn man sich eine teure Anlage anschafft und hinterher feststellt, das ist noch nicht das Optimale. Also dafür sind jetzt auch diese Wasserinformationen gedacht. Ich werde also diese Woche oder jetzt heute darüber nochmal einige Dinge sagen über die Wasserbelebung nach Grandau und nach Schauberger. Und dann nächste Woche wird noch was kommen zu diesem vierten Aggregatzustand des Wassers. Das sind ganz, ganz neue Forschungen, hochspannend, wo man viele Dinge, die bisher belächelt worden sind, jetzt wissenschaftlich erklären kann. Das ist also den meisten Menschen überhaupt noch nicht bekannt, weil das eine ganz neue Forschung ist. Und wenn das dann das Hintergrundwissen da ist, dann werde ich euch den Freitag drauf dann noch sagen,
was meiner Meinung nach in eine gute Wasseranlage hineingehört. Ich selber habe eine seit 12 Jahren, das ist eine Osmoseanlage und aus gutem Grund habe ich jetzt noch mal eine zusätzliche angeschafft. Und da gebe ich dann auch gerne eine Empfehlung privat. Aber es geht erstmal darum, weil es gibt natürlich viele verschiedene gute Wasseranlagen. Und ich habe letztendlich dann durchgetestet am Markt, was ist denn so das Beste, und gebe dann gerne meine Erkenntnisse dann auch persönlich weiter. Ja, also heute ist das Thema die Wasserbelebung nach Johann Grander und Viktor Schauberger. Und da muss man vielleicht mal dazu sagen, dass in der Schweiz ist es seit 1999 leider verboten, mit einer therapeutischen Wirkung des Wassers zu werben. Und Wasser gilt auch in Deutschland als Lebensmittel und darf nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch nicht mit unbelegten gesundheitsbezogenen Angaben beworben werden. Also die Aussagen, die hier fallen, sind also nur als Hinweis gedacht und jeder möge sich selbst seine Meinung bilden und seine eigenen Schlüsse daraus ziehen und vielleicht auch mal in YouTube gucken, was da so für verschiedene Filme denn da sind, Dokumentationen, um sich selber eine Meinung zu bilden und nicht nur irgendwelchen Dingen hinterherzulaufen, die irgendjemand gesagt hat. Also dazu zähle ich auch. Ja? Also bitte selber überprüfen, was für dich dann das Richtige ist. Es gibt einen ganz, ganz wunderbaren Film, der war schon 2012 auf Sat.3 zu sehen. Der hieß Wasser, das unbekannte Wesen. Da findest du auch in dem Text zu diesem Video den entsprechenden Link. Und damals kamen so ganz sensationelle Versuche, wurden da genannt, die man überhaupt nicht erklären kann. Ja, und nächsten Freitag wird es darum gehen, dass man die mittlerweile, da gibt es einen Professor Pollack, der da geforscht hat, doch erklären kann. Und das ist hochspannend. Ja, zu der Fähigkeit des Wassers, Cluster zu bilden und dadurch Informationen zu speichern und zu übertragen, haben wir uns ja im letzten Video schon unterhalten. Da habe ich euch den Professor Kröplin genannt aus der Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart, der Trockenbilder gemacht hat und dies auch wissenschaftlich fundiert hat. Der wird nicht so angegriffen. Sehr angegriffen zu seinen Lebzeiten wurde der Masaru Emoto, der Eiskristalle gemacht hat. Ich denke, dass irgendwann das so sein wird, dass man das alles wieder zurücknimmt und dann eben erkennt, dass da doch viel Wahrheit drinsteckt. Ja, ein Tipp für dich zum Nachdenken. Also du bestehst zu 60-70% aus Wasser. Und dann kannst du dir vielleicht auch ermessen, wenn du das letzte Video angeschaut hast, was das für Auswirkungen hat, wie du selbst mit dir redest und was du selbst über dich denkst. Und diese Informationen, die du hineingibst, dass dein Körper dann entsprechend auch reagieren wird. Also da mal drüber nachdenken. Eine andere Art der Informationsübertragung als jetzt der Professor Kröplin und der Masaru Emoto geforscht haben, hat der Herr Grandner entwickelt. Er sagt, er hat es von Jesus eingegeben bekommen. Da mag man dazu stehen, wie man möchte. Und im Grunde genommen zeige ich euch mal ein Bild. Das ist hier eine Grafik. So gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel über verschiedene Verwirbelungen dem Wasser eine Information zu geben, dass es einfach eine andere Fließgeschwindigkeit gibt. Man kann natürlich auch, wie das der Masaru Emoto auch gemacht hat, dass man Kristalle in das Wasser legt, eine Information hineingeben. Da gibt es auch ganz tolle Stäbe, die man da hineintun kann, die habe ich in der Praxis auch. Und das wäre eigentlich so jetzt die Methode, die von der Firma, die von dem Herrn Grandner gegründet wurde, auf die das basiert. Da liegt nämlich eigentlich nur neben dem Wasserrohr
ein Gefäß, in dem Informationsmaterial drin ist, und das soll dann die Information übertragen. Und da ist der Herr Grandner sehr dafür angegriffen worden, auch verlacht worden, wobei es einige Firmen gibt und Menschen gibt, die darauf schwören, die sagen, dass das Wasser dadurch in den Rohren wesentlich weniger stark sich zusammenballt, also der Kalk, das fällt der Kalk also nicht in großen Kristallen an, sondern ganz feinkristallin und setzt dadurch die Rohre nicht so zu. Und das Wasser in den Rohren scheint auch weniger umzukippen. Das ist in vielen Fabriken das Problem, wenn Wasser zirkuliert, dass das manchmal eine große Herausforderung ist, wenn das Wasser umkippt und dann eben schlecht wird. Ja, der Nachteil auf jeden Fall, also man mag zu der Methode stehen, wie man möchte, da muss man sich eben selber eine Meinung bilden. Der Nachteil ist auf jeden Fall, dass die Verunreinigungen im Wasser voll enthalten bleiben. Da werde ich euch dann also übernächsten Freitag auch darüber sagen, dass es doch wichtig ist oder warum es wichtig ist, das Wasser zu filtern, weil da doch viele, viele Stoffe mittlerweile drin sind, die da nicht hineingehören und die uns erheblich schaden können. Ja, interessant war, finde ich jetzt vor allen Dingen mal der Viktor Schauberger. Der hat 1885 bis 1958 gelebt, der war Förster und er hatte eine sehr, sehr gute Beobachtungs- und Erfindungsgabe. Und der Viktor Schauberger hat den Begriff des lebendigen Wassers geprägt. Er hat nämlich sehr genau beobachtet, wie fließt denn das Wasser in den Flüssen und wie verhält sich die Luft und wie verhält sich die Erde. Und besonders die Fließformen des Wassers hatten ihm es angetan. Er hat dann nämlich beobachtet, dass Wasser immer Einwirbelungen hat, in der Regel in Meandern fließt, Strudeln und Spiralen zeigt und Wellenbewegungen. Und dass seiner Meinung nach das ein Zeiger für ein aufbauendes Lebensprinzip ist. Also das ist zum Beispiel ein Bild von einem Bach. Und da seht ihr hier so diese typischen Strudelbildungen. Ja? Wo wir es dann auch plätschern hören und uns dran freuen. Also einen ganz anderen Eindruck auch so ein Bergbach auf uns hat, als zum Beispiel ein still dahin fließender Fluss. Das wären jetzt hier zum Beispiel so eine Aufnahme von einem Fluss, der so typische Schlangenbewegungen macht, in die Erde sich eingräbt, dadurch, dass er solche Strudel bildet. Das kann man also mathematisch auch genau erklären, wann da so eine Kurve sich ausbildet. Und diese Schlangenlinien, die nennt man also Mäander. Ja, das ist der Fachausdruck dafür. Und wenn man hier noch unten so einen Wirbel hineingibt, dann sieht man auch, dass Wasser solche typischen Strudelkelche da bildet. Ja, das ist also eine sehr interessante Sache. Das wäre also sagt nach Schauberger, sagt er, so wird das Wasser belebt, wenn es so strudeln darf und nicht in irgendwelche festen Richtungen gequetscht wird. Ja, der Schauberger sagte auch dann, in der heutigen Technik herrscht vor allen Dingen lebensabbauende Bewegung vor. Da haben wir Verbrennungsmotoren, Propeller, Schraube oder Druckturbinen. Und der Schauberger hat ganz genau hingeschaut, irgendwie ist ja der Name auch Programm, das ist ja witzig, ne? Und er hat nämlich beobachtet, dass das Wasser nicht in den Tälern von den Bergen entspringt, wo es eigentlich vom Druck her rauskommen müsste, sondern interessanterweise entspringen die Quellen immer an den Berggipfeln. Und das hat ihn erstmal sehr erstaunt und stutzig gemacht. Und dann hat er auch beobachtet, dass im Wasser es so Regenbogenforellen gibt und dass diese oder Gebirgsforellen und diese Forellen, die stehen im Wasser, egal wie schnell das Wasser fließt, ohne sich zu bewegen. Er hat gesagt, das ist ja mal komisch, dass die da so einfach stehen können. Und interessanterweise, wenn die dann erschreckt werden und fliehen müssen, dann ist es nicht etwa so, dass die Forellen dann mit dem Strom nach unten abhauen, sondern die schießen wie eine Rakete nach oben weg, gegen diesen enorm schnell schwimmenden Strom, als wäre das überhaupt gar keine Mühe
Und die scheinen da irgendeine Kraft zu nutzen, sodass sie das so schnell und ohne großen Energieaufwand machen können. Weil wenn sie viel Energie aufwenden müssten, dann würden sie nämlich nach unten ausreißen, damit sie schneller weg sind. Ja? Und das Erklärungsmodell, was der Viktor Schauberger dann entwickelt hat, der hat nämlich gesagt, es gibt im Leben immer dieses polare Prinzip. Es gibt das eine und es gibt das andere. Es gibt einen Pluspol und einen Minuspol. Es gibt einen Tag und eine Nacht. Es gibt Licht und es gibt Schatten. Und so gibt es eben auch zu der Schwerkraft, der Gravitation, eine entgegengesetzte Kraft, die er Levitation genannt hat. Levis heißt im Lateinischen leicht, also sozusagen nicht die Schwerkraft, sondern die Leichtkraft. Und er sagt, diese Leichtkraft oder diese Levitation, die entspricht dem lebensaufbauenden Prinzip. Und die entsteht, wenn es so spiralförmige, schwingende, ziehende Bewegungen, wenn die ermöglicht werden. Und die ermöglichen Wachstum und Bewegungsfreiheit und die helfen den Lebewesen, sich zu orientieren und bringen letztendlich auch das Leben an sich, nämlich den Geist, in die Materie. Und das ist sehr, sehr interessant. Ich habe euch da mal auch so ein Ammonit mitgebracht. Da sieht man also zum Beispiel, dass diese Spiralbewegung in der Natur auch in den Lebewesen sehr, sehr häufig vorkommt. Da habt ihr also so eine Spirale, die hier läuft. Ja? Wenn man zum Beispiel einen Farn anschaut, der noch nicht ausgeschlagen hat, dann sieht man diese Spiralen auch. Und diese Spiralen, die sieht man in der Natur sehr, sehr häufig. Da könnt ihr also zum Beispiel einfach mal einen Versuch machen, ein Waschbecken volllaufen lassen und dann den Stöpsel ziehen. Und da werdet ihr sehen, dass das Wasser nicht gerade den Abfluss hinunterstürzt, sondern in einer Spiralform aus dem Becken herausläuft. Das ist also diese natürliche Bewegung. Ja, und dann sagt er, das ist lebensaufbauend. Und dann gibt es natürlich das Gegenstück, nämlich lebensabbauend, eine zersetzende Energie. Und die ist im Gegenstück träge, geradlinig und drückt, während die spiralförmige zieht. Und beide Kräfte sind also eine ganz wichtige Form in der Natur, weil das eine baut auf, das ist das Entstehen, und das andere baut ab, das ist also die Zersetzung oder Verwesung, die ja auch wichtig ist. Diese interessante Sache, dass das Wasser so sozusagen gezogen wird im Leben, das könnt ihr auch in einem ganz netten Film in Wikipedia gucken. Wenn ihr da mal den Link folgt, da seht ihr, wie so eine Basilikumpflanze ganz schlapp in Seilen hängt, weil sie am Vertrocknen ist. Und dann in der Zeitrafferaufnahme, was da passiert, wenn Wasser hineingegeben wird, wie dann das nach oben geht. Ja? Und die Art und Weise, wie wir das Wasser bewegen, ist also ganz lebensentscheidend, denn das Wasser ist die Grundlage für das Leben. Und das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für die Erde und die Luft. Und diese Strudel, die sehen wir in der Luft auch. Wenn ihr mal eine Wettervorhersage euch anschaut und da wird gezeigt, die Karte von einem Hochdruckgebiet oder einem Tiefdruckgebiet, dann sieht man da diese Spiralen auch immer. Ja, der Viktor Schauberger, der sagte dann, in der Natur gibt es keine geraden Linien. Und wie gesagt, wenn man dem Wasser den freien Lauf lässt, also es nicht in irgendwelche Kanäle einbetoniert, dann bilden sich automatisch diese Meander, also diese Schlangenlinien, die ich euch vorher ja gerade gezeigt habe. Und der Viktor Schauberger, der hat dann festgestellt, wir auch, wenn wir das Wasser trinken, dass das Wasser irgendwie energetisch aufgeladen ist, ganz anders schmeckt und viel erfrischender wirkt. Also müsste man ausprobieren, wenn er eine Bergwanderung macht und von so einem Bergbach da das Wasser trinkt und ihr kommt runter und trinkt von einem See oder von einem Fluss das Wasser, dann werdet ihr den Unterschied sehr, sehr deutlich merken. Das Problem eben bei diesen geradlinigen, begradigten Flussbetten und den Wasserrohren ist, wenn ihr den letzten Film gesehen habt, versteht ihr das schon, dass sich die Wassermoleküle so aneinander hängen. Die sind ja so Dipole und bilden dann ganz, ganz lange Ketten und große Cluster, nennt man das. Und dadurch werden die immer schwerer und es geht natürlich dann diese Levitationsenergie
verloren. Also das Gegenteil von schwer ist ja, oder leicht wäre ja dann eben das Schwere. Und wenn man das Wasser in geradlinige Rohre zwängt, dann verliert es also diese Trag- und Schleppkraft und wird schal und stirbt dann langsam ab. Wir kennen das, wenn das Wasser so ganz langsam in den Bächen gerade fließt, dass die Bäche dann umkippen und dann riechen wir das auch, weil das dann nach Fäulnis und Verwesung dann auch stinkt. Und dann würden wir nie auf die Idee kommen, von dem Wasser dann auch noch was zu trinken. Das ist dann sozusagen umgekippt und tot. Ja, der Schauberger, der sagte, das bezeichnet das Wasser als das Blut der Erde. Und nach dem Video nächsten Freitag, da werdet ihr vielleicht auch verstehen, dass nach dem Professor Pollack das Wasser tatsächlich das Element des Lebens ist und Wasser ist Leben. Aber die Erklärung kommt dann nächsten Freitag. Ja, also Wasser ist sozusagen ein anorganischer Organismus, wie ein Lebewesen hat ihn der Schauberger betrachtet und das dient wiederum diesem größeren Lebewesen, das unsere Erde ist. Das haben viele Menschen vergessen, dass die Erde eben auch ein Lebewesen ist, als großer Träger von uns allen. Ja, also Wasser ist Träger der Lebenskraft nach dem Herrn Schauberger. Und die Qualität des Wassers, sagt jetzt der Herr Schauberger, ist abhängig davon, eben die Möglichkeit, eigene Wirbel zu bilden, also folglich in der Mäanderform zu fließen. Wir haben hier bei uns in der Region ganz toll das Lohnetal, sehr, sehr altes, historisches, also Steinzeitpark ist da mittlerweile angelegt. Da sind sehr, sehr viele Höhlen. Da sieht man auch noch, dass da das Wasser wild durchgestrudelt ist, weil die Höhlen immer solche runden Ausschwemmungen haben. Und die Lohne ist mittlerweile ein ganz, ganz kleines Bächchen, die hat auch nicht immer Wasser, aber die ist auch ganz viele Jahre ganz fest gezwängt worden in ein Bachbett und seit einigen Jahren haben sich die Gemeinden entschlossen, die zu renaturieren und dadurch ist was ganz Tolles entstanden. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, diesen Höhlenpfad zu wandern, in das Lohnetal entlang zu gehen, dann tut es mal, dann wird euch das auffallen, wie verändert die Energie ist. Da haben sich auch mittlerweile wieder Biber angesiedelt. Das ist also was ganz Bezauberndes. Und da sieht man das direkt und wir sehen das und das Herz freut sich und dann merkt man schon, ah, da kommt ganz viel Lebenskraft. Das ist nämlich das, was wir als Freude oder als Leichtigkeit dann auch spüren. Ja, die Verwirbelung ist eine Sache, die Qualität macht, die Versprühung über Steine, also Bergbäche sind da allen voran zu nennen, aber dann auch der Schatten durch Bäume und durch Sträucher. Und der Schauberger hatte beobachtet, dass beschattetes Wasser ganz kühl wird und es nähert sich dadurch seiner größten Dichte. Das haben wir ja gesagt, bei 4 Grad hat Wasser eine Anomalie. Es wird nämlich dichter, nicht weniger dicht. Also kaltes Wasser sinkt nach unten ab. Und es bewegt sich dann durch diese Einrollung immer in der Achsmitte am schnellsten. Und dadurch werden solche kleinen Schwebstoffe und alles, was das Wasser so mitdrängt, sozusagen an den Uferrand angeschwemmt. Und dadurch bekommen die Pflanzen am Uferrand dann auch wieder sozusagen Düngung und können wieder mehr leben. Und das ist also diese Spiralbewegung ganz wichtig. Während so der Sonne ausgesetztes Wasser irgendwie aggressiv wird, wenn es so begradigt ist, dann zerstört es auch die Ufer. Und da gibt es, wird auch in dem Film genannt, ganz, ganz tolle Methoden mittlerweile, wie man zum Beispiel bei Hochwasser, diesen Überschwemmungen etwas Herr wird und dieser zerstörerischen Kraft, die das Wasser in so einbetonierten Kanälen entwickelt, dass man da wieder durch die Renaturierung sozusagen etwas entgegenwirkt. Ja, der Schauberger prägte auch so einen Begriff wie reifes Wasser. Das sagt nämlich, reifes Wasser ist dann zur Verwendung geeignet und das ist eigentlich nur Wasser, das von selbst aus der Erde herauskommt. Das sagt, Tiefbrunnen sind dafür gar nicht geeignet, weil da hat es diese Belebung durch das nach oben gezogen werden noch nicht erfahren und das Regenwasser ist ebenfalls nicht ideal. Und der Schauberger sagt, gute Quellen, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie unabhängig von der Jahreszeit und dem Wetter immer gleich stark fließen.
Ja, der Schauberger hat dann ganz, ganz interessante Geräte auch gebaut. Ich zeige da mal ein paar davon. Er hat nämlich dann einfach vorgeschlagen, dass doch vielleicht am besten das Wasser auch zu Hause gar nicht in solchen geraden Röhren oder Rohren fließen sollte, sondern eben in diesen Spiralformen. Und wenn man zum Beispiel mal diese Spiralform anschaut, dann sieht die eigentlich schon fast aus wie so ein gewendetes Horn von so einem Steinbock, ja, oder von so einer Antilope. Und da geht es also hin, dass man diese Naturformen nachmacht. Ja, dass diese Spiralen, die man dann in den Hörnern von den Tieren sehr, sehr häufig sieht, sind da also nachempfunden. Ja, und wenn wir jetzt nochmal auf die Beobachtung zurückgehen, die den Schauberger so am meisten erstaunt hat und so ein bisschen auf die Fährte geführt hat, dass nämlich das Wasser an den Spitzen der Berge entspringt, in sprudelnden Quellen. Und die Frage ist dann natürlich, was bringt das Wasser dorthin und wieso entspringt es nicht an den Talsohlen? Ja, das heißt, es kann also nicht der Schwerkraft folgen, sondern da muss es so eine Leichtkraft geben. Und diese Levitationsenergie, über die möchte ich jetzt noch kurz was sagen. Das ist natürlich eine ziemlich schwierig nachzuvollziehende Theorie. Der Schauberger hat da auch sehr interessante Wortwahl gehabt, die wir heute so gar nicht mehr benutzen. Ich habe mal so ein bisschen versucht, das in andere Worte zu fassen. Ich erhebe also keinen Anspruch auf irgendwelche Wahrheit, sondern es ist nur als Idee oder als Impuls gedacht. Also macht euch selber ein Bild. Ja, also diese Levitationsenergie kommt durch diese Spiralbewegung. Und die hat zwei Effekte, nämlich einmal diese Abkühlung. Der Schauberger hat das nur empirisch genannt. Der Professor Pollack, über den ich euch nächste Woche was erzähle am Freitag, der hat das wissenschaftliche Instrumentarium dazu. Ja, also jetzt ist es 100 Jahre fast später oder 60 Jahre und jetzt kommt die wissenschaftliche Erklärung hinterher. Und das ist auch vielleicht mal eine ganz wichtige Sache, was Naturwissenschaft heute sehr, sehr häufig leider vergessen hat, weil die Naturwissenschaft, die erkennt ja immer nur an, was reproduzierbar in Versuchen nachweislich messtechnisch auch beweisbar ist. Und da hängt genau das Problem, dass nämlich die Naturwissenschaft heute zum Großteil sich verstiegen hat und ganz vergessen hat, dass manchmal vielleicht einfach nur die Messtechnik dazu fehlt. Und wenn es nicht Forscher gegeben hätte, die einfach gesagt haben, wir haben da ein Phänomen und wir können es noch gar nicht erklären, wir haben auch kein Messinstrument dafür, aber dennoch gibt es das Phänomen. Und das zeichnet eigentlich einen Wissenschaftler aus. Nicht so zu tun, als das, was ich nicht erklären und nicht messen kann, als gäbe es das nicht. Und die Menschen dann zu verlachen, die dazu etwas sagen, sondern eben genau hinzugucken und zu sagen, okay, wenn ich das Messgerät noch nicht habe, wie wäre es denn, wenn ich ein Messgerät dazu entwickle? Ja, also die Levitationsenergie, die entspringt aus einer Spiralbewegung und ist so eine aufbauende, auftreibende Energieart, die also hebt. Und die Erzeugung der Levitationsenergie, die erfolgt also nach dem Schauberger und werdet ihr hören von dem Herrn Pollack auch, durch naturrichtig fließendes Wasser und zum Beispiel aber auch durch das Schwingen von Vogelflügeln. Wenn man da so Bilder macht im Flugkanal, dann sieht man da auch die Wirbel von den Flugzeugen, weiß man das, dass nur die Wirbel unter den Tragflächen das Flugzeug dann fliegen lassen. Das Wiegen der Bäume im Wind, dann auch das Tanzen und Spielen von Menschen, deswegen Tanzen und Spielen unbedingt, aber auch die Musik zum Beispiel, die dann Wirbel macht. Und die beruht sozusagen auf dem Gegenstück von der Explosion. Explosion kennt ihr alle, habt ihr an Silvester gesehen, die Raketen, die explodieren. Und da gibt es natürlich auch das Gegenprinzip, nämlich die Implosion. Das heißt, das Zusammenfallen, das sich zusammenziehen. Und dieses Zusammenziehen ist anders als das Explodieren, das Chaos bringt, das Strukturen auflöst, ist die Implosion, wirkt die Struktur bildend und ordnend.
Und es gibt dadurch ein Spannungsgefälle, ganz besonders in so polaren Stoffen, die also so einen Dipol haben, also einen Plus- und einen Minuspol. Da sind allen voran mal Wasser, Sauerstoff und Verbindungen von Kohlenstoff mit Sauerstoff und Wasserstoff zu denken, daran zu denken. Und das an einer Membran, zum Beispiel an der Haut oder an der Rinde oder am Feder oder wie auch immer. Und jetzt kann man das, sich das mal so sehen, durch das Spannungsgefälle zwischen den beiden Polen entsteht sozusagen eine Batterie und da kann Strom fließen. Und wenn jetzt Strom fließt, hier habe ich zum Beispiel mal so eine Wendel, also habt ihr diese Spiralform, und dann baut sich, wenn hier durch diese Kupferspirale der Strom fließt, baut sich automatisch ein elektromagnetisches Feld auf. Und dieses elektromagnetische Feld ist dann also so ein Wirbel hier oben und hier unten. Natürlich geht es rundherum eigentlich wie so, wie so eine Rolle. Und wenn man so rum anguckt, ist es eigentlich wie ein Donut, in der Mitte ein Loch und dann so eine Rolle. Also ein Donut ist dann ein ganz gutes Bild dafür. Und diese Form nennt man in der Mathematik einen Torus. Und dieser Torus, der hat also in der Mitte so einen Kanal. Und in dieser Mitte dieses Kanals, da bildet sich jetzt genau diese Kraft. Und das ist diese Kraft, die da entsteht, das ist jetzt die Levitationskraft, die durch diese Spiralbewegung dann entstehen kann. Das ist also sehr, sehr spannend. Das kann also durch so einen elektrischen Strom sein, aber eben auch durch einen Wasserstrudel oder durch Luft. Und interessant, das ist jetzt hier ein Versuch aus der Physik, ein ganz toller. Da hat man nämlich einfach hier eine akustische Quelle, die sendet einen Ton aus und wird hier oben reflektiert. Und hier ist das mal so schematisch gezeichnet, weil jeder Ton ist ja auch eine Schwingung. Und dadurch, dass die Schwingungen praktisch jetzt von unten nach oben laufen und von oben nach unten wieder und immer hin und her, da entsteht genau so eine Kraft. Und die hält dann zum Beispiel diese Spinne in der Schwebe. Ja, es gibt auch ganz tolle Levitationsgeräte, wo man das mit Magneten macht und wo man dann zum Beispiel einen Kreisel andreht und nachher die Platte wegzieht und der Kreisel dann in der Luft sich so lange dreht, wie er sich dreht, weil eben durch diese Drehbewegung, diesen Strudel, genau diese Levitationskraft, diese Leichtkraft entsteht, die dann der Schwerkraft komplett entgegenwirkt. Also an meine Klasse 5a, wenn ihr dann mal Physik habt, dann fragt ihr euren Physiklehrer, ob er euch diesen Versuch dann zeigt, weil der müsste in der Physik eigentlich vorhanden sein. Und das ist was ganz Spannendes. Das ist immer so, dass man das kaum glauben kann, dass es sowas auch gibt, weil wir das normalerweise so nicht sehen. Wir spüren ja meistens die Gravitationskraft, also die Schwerkraft. Das zieht uns nach unten. Ja, also der Schauberger spricht von dieser Achse, von dieser seelischen Achse und von einer Lebensenergie, die hat er Emanationsenergie genannt. Emanation ist also so praktisch das Eintreten des Göttlichen in das Leben oder Schöpfungsenergie, könnte man dazu auch sagen. Ja, Beispiel für das Wirken der Levitationskraft haben wir viele. Die Bäume, die wachsen entgegen der Schwerkraft. Normalerweise müssten die da entlang des Bodens wachsen. Der Vogelflug ist so eine Sache. Und eben auch diese Standforelle in den reißenden Gebirgsbächen, die nutzt das eben auch, sodass sie gar keine Energie braucht, sondern einfach nur die Levitationsenergie des Wassers nutzt und sozusagen gegen die Schwerkraft und gegen den Strom schwimmen kann, ohne selber Energie aufzuwenden. Die heutige Energie oder Technologie ist leider geht den Explosionsweg. Das heißt, sie wird zerstörend und abbauend und das sehen wir in unserer Umwelt ja auch. Ja, basierend auf dieser spiralisierenden Bewegung entwickelte Schauberger eine Biotechnologie. Und die Schlüsselinformationen dazu, die hat er sich auch patentrechtlich sichern lassen und leider nicht öffentlich gemacht. Und da das Patent lange gedauert hat, weil er war seiner Zeit weit, weit voraus. Wir kommen ja erst so langsam hinterher, dass er nicht mehr verlacht wird oder
gesagt wird, so ein Quatsch und so ein Humbug, sondern dass man wirklich die wissenschaftlichen Grundlagen jetzt auch so langsam erforscht und daran geht. Da ist es leider mit ins Grab gegangen und es sind aber jetzt wieder viele Forscher dran, das wieder neu zu entdecken. Und die Geräte, die der Schauberger für die Wasserveredelung entwickelt hat, die waren ganz, ganz schnell in Österreich sehr bekannt. Er war dann auch als Heiler bekannt. Und da sind die Menschen aus aller Herren Länder dahin gekommen, um von ihm Heilung zu erfahren. Aber da habt ihr ja am Anfang gehört, das dürfen wir ja nicht sagen oder noch nicht sagen. Also macht euch darüber selber eine Meinung. Ja, noch jetzt zum Schluss. Zu der Levitationsenergie kann man noch sagen, dass es auch zwei entgegengesetzte Prinzipien gibt, nämlich Druck und Zug. Und die Energiegewinnung, die kann also nach diesen beiden Richtungen erfolgen. Wenn wir ziehen, dann ist das in der Regel widerstandslos, druck- und wärmefrei. Es wirkt implosiv, also zusammenziehend und strukturverkleinernd, anziehend. Also anders als eine Wäscheschleuder, die nach außen die Wäsche haut, wirkt es nach innen ziehend, also in der Mitte zusammenziehend und eben levitierend, also Leichtkraft. Und diese Energie wirkt aufbauend. Das ist also das Lebensprinzip. Das Druckprinzip ist gegen Widerstand, Druck und Wärme erzeugend. Das explodiert. Das haben wir zum Beispiel im Verbrennungsmotor. Da haben wir ja in den Verbrennungskolben diese Explosion. Es wirkt strukturvergrößernd, abstoßend und zentrifugal. Also das schaut mal, wenn die Wäsche geschleudert wird in die Waschmaschine und schaut mal, wo die Wäsche sich befindet. Die ist da nicht in der Mitte, sondern die klebt außen am Rand. Das wäre also eine Zentrifugalkraft, also Druck. Und diese Energie wirkt also gravitierend, also Schwerkraft, der Schwerkraft folgend, rückstoßend und zersetzend. Und in der Natur gibt es, wie gesagt, beide Energien. Und die eine ist das Entstehen von Leben und die andere ist das Vergehen von Leben. Und jetzt ist nochmal ein Gedankenanstoß. Na, schau doch mal, was wir heute in der Technik für Methoden verwenden. Dann sind die zu 99,99999% eben genau dem Druckprinzip folgend. Und das sehen wir in unserer Umwelt durch die zunehmende Zerstörung und die Qualitätsminderung, die wir im Leben erfahren und eben die Zerstörung der Natur. Und da wäre es angezeigt, dem entgegenzuwirken und diese Biotechnologien vielleicht mehr in den Vordergrund zu holen. Ja, um Energie oder Bewegung zu erzeugen, wäre es also naturwichtig, diesen Zugkräften zu folgen. Und der Schauberger hat da also schon, oder es gibt auch Firmen, die haben ganz tolle Wasserrohre entwickelt. Habe ich euch mal hier zum Beispiel so eine Abbildung. Ja, das sieht man also, die haben so Spiralform. Und da hat auch das Wasser im Haus eine Möglichkeit, dieser Spiralform zu folgen. Und leider beschäftige ich mich jetzt erst mit den Dingen, weil ich habe ja vor einiger Zeit das Haus gebaut und bei mir sind natürlich diese geradlinigen Rohre drin. Und ich fange jetzt also an, das Wasser nach den Rohren extra nochmal zu verwirbeln und bin schon drüber im Nachdenken, ob von der Hauptwasserleitung ich nicht doch noch so einen Verwirbler reinbaue, dass einfach das Wasser in meinen Rohren gar nicht so tot ist und Lebenskraft hat und dann vielleicht auch nicht solche komischen Dinger da bekommt, wie man da öfter hört, dass dann eben sich da Bakterien ansiedeln und dann in ganzen Häusern nicht mehr geduscht werden darf. Also Legionellen sind da zum Beispiel zu nennen. Ja. Also heute bieten viele Firmen in der Anlehnung nach Schauberger Wasserverwirbler an. Der Markt ist da sehr unübersichtlich. Also wenn du da Interesse hast, kannst du mich gerne fragen, kann ich dir die nennen, die ich da verwende. Und aber warte vielleicht mal ab, bis wir das letzte Video in 2 Wochen haben, dass wir einfach mal drüber sagen, was gehört eigentlich in eine gute Wasseranlage rein.
Ja, also wenn dir das Video gefallen hat und du Fragen hast, freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. Kannst du ja per E-Mail machen oder per persönlicher Nachricht. Und meine Videos, die stehen auch immer im YouTube-Kanal. Da hat mich ja meine Klasse 5a entdeckt. Also hallo ihr Lieben, und ich freue mich, wenn ihr ab und zu auch noch guckt und finde es total spannend, weil es gibt eigentlich gar kein falsches Alter, um sich da mit der Gesundheit zu beschäftigen. Und ja, auf meiner Homepage sind sie auch. Da sind auch die Texte ausführlich hinterlegt zum Runterkopieren, weil es ist einfach mir ein Herzensanliegen, dass das ganze Wissen unter die Menschen kommt. Aber wie gesagt, es erhebt keinen Anspruch auf Wahrheit. Du musst dir schon deine Meinung selber bilden und vielleicht anfangen, gegen den Strom zu schwimmen, weil nur so kommst du letztendlich zur Quelle. Und ja, das nächste Live-Video wird am Montag sein. Da geht es darum, um das Mikrobiom. Da haben wir uns ja schon drüber unterhalten. Und dann geht es auch darum, was muss ich denn essen, damit ich mein Volk richtig füttere, damit es denen gut geht und mir in der Folge auch. Und wie gesagt, dann am Freitag kommt das ganze tolle Wissen, soweit wie ich es halt verstanden habe und überhaupt weitergeben kann, von dem Professor Pollack zu dem hexagonalen Wasser, zu dem vierten Aggregatzustand. Und die Woche drauf geht es dann entsprechend weiter. Also ich freue mich und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Und schön, dass es euch gibt. Tschüss. Sonja, ich freue mich auch, dass du zuguckst. Tschüss.